ist übrigens Viktors Hantelstange. Viktor war der einzige Mensch, den ich kenne, der eine Hantelstange durch die Welt schleppt. Eine Quatsch, eine Klimmzugstange, die man in den Türrahmen einspannt. Leider sind die Türrahmen in Südamerika dafür teilweise nicht so richtig gemacht. Das heißt, wir schleppen das Ding jetzt umsonst durch die Gegend. Aber in der Tasche waren ja andere sehr wichtige Sachen drin. Sein Gepäck. Kann er mitnehmen, was er will, ob er eine Hantel Gewichte mitnimmt. Das ist auch sein Ding. Wir sind im neuen Land. Ich bin ganz schön durch den Wind. Wir hatten gestern eine 14-Stunden-Reise. Mal quer durch Südamerika, über Panama in ein Land geflogen, das dem einen oder anderen bekannt vorkommen wird. Ich habe eine Überraschung für euch. Seid mal gespannt, was jetzt passiert. Viktor ist unten, wir trinken noch einen Kaffee, dann werden wir abgeholt. Und ihr kennt die Person. Mein ganzes Gepäck ist ein riesengroßer Scheißhaufen, das ist alles so durcheinander. Unsere Angelsachen auch, das ist so, wenn Viktor und ich unsere Angelsachen in eine Riesenkiste geschmissen hätten, die Kiste durchgeschüttelt hätten für eine Minute und dann soll mal einer das Passende für den jeweiligen Tag raus. Organisation ist alles, aber teilweise bleibt es auf der Strecke. Neues Land, neues Glück, neues Abenteuer. Wir machen was, was wir alle noch nie gemacht haben. Packen, dann geht's gleich los. 10 Stunden mit dem Auto. So, da unten hängt noch unsere Wäsche. Die trocknet gerade noch. Es ist nämlich ziemlich feucht hier. Wir sind hier ziemlich hoch in den Bergen. Normalerweise fliegen hier die Flugzeuge rüber. Wir sind nämlich in der Nähe vom Flughafen. In einer Stadt, wo ich schon mal war. Aber noch nicht mit Viktor. Das muss ich mir auch mal zeigen. So, herrlicher Tag, deutliche Abkühlung im Vergleich zu Argentinien. Wo wir sind, das zeige ich euch jetzt gleich mal, werdet ihr staunen. Zumindest die Tierfreunde unter euch. Oh, was geht? Ja, ich komme. What's up, man? How's the trip from Argentina? Er ist da, Leute. Er ist wirklich da. Ja, ist er wieder. Mensch, ist das da. Ist das crazy. Okay, alles klar. Packen und los geht's. Ich glaub's nicht, er ist da. Du hast es geschafft? Ja. Diesmal ohne total Schaden. Okay, alles klar. I'm almost ready. So, und zwar, Leute, sind wir hier in einem Hundehotel. Das sind nicht Francis Hunde. Und deshalb zeige ich euch gleich noch. Ist der Rayo. This smells like Rayo. Ja, die riechen seinen Hund. Wir sind hier in einem Hundehotel. Und die Besitzer retten Hunde von der Straße. Ich habe schon $50 da gelassen für Hundefutter und so. Ich finde das so rührend, Leute, ich bin so im Stress. Hier sind alles voller Hunde, alles voll und so schön. Und die vertragen sich alle so schön, das ist so schön. Das ist so herrlich, Leute. Ich zeige euch gleich mal meine Lieblingshunde ganz kurz. Und dann geht es auch schon los auf die Reise. Aber ich bin so überrascht, wir sind in so einem $15-Billig-Flughafen-Hotel. Und die Leute sind so nett, das sind so ein bisschen Hippie-Leute, die retten die Hunde von der Straße. Die haben keine Kinder und haben sich auf die Fahnen geschrieben, Hunde zu retten. Das machen sie auch, deswegen ist hier alles voller Hunde. Und einer geiler als der andere, so lieb. Wer ist so nice, Francis? Look, guckt dir das an. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Guckt euch das an, Leute. Guck mal, das ist unser Sorgenkind. Die hat eine Lähmung. I love her so much. She's so nice. She's so nice. Ach, das ist unser kleines Sorgenkind. Guckt euch das an. Die hat hier Probleme. Weg da. Ab, weg da. Sorry. Oh, das ist cool. Na, du hast es dir auch gemütlich gemacht, ne? Kleiner Mann. Kleiner Mann. So, Leute, das ist das Hotel. Das ist richtig nice. Hier könnt ihr morgens noch frühstücken. Liegt die Avocados aus dem Garten. Jetzt mal einen kleinen Trick. Trick 17. Ja, Desinfektionsgang, Leute. Normalerweise kommen hier so richtige Wolken raus. Und da ist er. Francis' Vater. My name is David. For what? For what? Pleasure to meet you, sir. That's a pleasure for me too. Very nice. I hope it doesn't bother you when I'm filming all the time. Yeah. My fucking job. Hab ich das wirklich gesagt? Did I really say that? Francis Senior und Francis Junior. Great to have you guys here. Leute, es ist so geil, ich bin so begeistert, das Abenteuer geht los, es wird so geil, wir haben ein geiles Auto gemietet, wir geben richtig Gas, ich freue mich, I'm so happy, man, you cannot imagine. Awesome, man. Alter, Leute, unser Auto, man, like a boss, Alter. Richtig nice. Ey, es ist mega nice. So, Leute, und hier werdet ihr wohnen, wenn ihr auf unsere Touren mitkommt. Der beste Laden, die besten Leute, habe ich ja schon mal gesagt. Und dann geht's los in den Amazonas. So, Leute, Viktor hat jetzt 10 Tabletten reingeschmissen. Teilweise ein bisschen kurvig am Anfang. Am Ende geht es dann gerade. Und naja, wir werden es ja sehen. Wir sind auf dem Weg, Leute. Wir machen was, was noch keiner von uns Vieren jemals gemacht hat. Ihr kennt sie bereits. Das sind die Ausläufer der Anden. Wir sind hier auf 2.500, glaube ich. Und die gehen hoch bis 4.000, über 4.000. Alles klar, los geht's. Drückt die Daumen.
für Viktor. Geht schon mal gut los. Also, Tabletten wirken noch nicht. Okay. Jetzt ist es passiert, also wir sind jetzt gefahren praktisch 20 Minuten und da sitzt da unser Häufchen Elend. Jetzt überlegen wir, wie wir es machen. Er könnte fliegen von hier aus, ich könnte mit ihm fliegen oder ich bleibe bei den Jungs. Ihr wisst ja, Francis hat nicht mal ein Handy. Er kann nicht mal navigieren und der kennt sich da auch nicht aus. Und was mache ich jetzt? Jetzt muss ich mich entscheiden. Gehe ich mit den Jungs im Auto mit oder fliege ich mit Viktor und lasse ihn alleine? Risikodiversifizierung. Hat aber keinen Sinn, bringt nichts. Trotz gleich alles voll. Gut, dann müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen. Genau jetzt. Wir müssen nämlich los. Wir haben es geschafft, wir müssen jetzt nur eine Stunde fliegen und Francis, der Arme, muss so weit fahren. Aber wir haben es geschafft. Endlich haben wir unsere Sitzplätze. 1A und 1C. Danke, Viktor. Super. Ich habe noch nie so einen großen Angelhaken ins Flugzeug bekommen. Trick 17. Ja, Notfallangelhaken. Richtig. Das sind Käse, richtig. Leute, aber Francis ist noch nicht da. So Leute, wir sind da. Willkommen im Hundehotel. Der Hundeempfang war in dem anderen Laden etwas herzlicher. Er kaut sich gerade die Nägel. Bitte lächeln. Sie werden gefilmt. Wir warten jetzt auf Francis. Der ist nämlich wieder mal langsam wie eine Schildkröte. Kommt wieder nicht aus der Tasche. Unglaublich, wir warten schon seit einer halben Stunde. Der wird jetzt müde sein, wenn er ankommt. Deswegen lasse ich ihn mal in Ruhe. Ich gehe mal schlafen und dann geht es morgen zum am Ziel, dem Ziele etwas näher kommen. Ihr wisst ja, der Weg ist das Ziel. Ich finde ja gut, dass er nicht zuschnappt. Ich habe immer Angst, dass man eine falsche Bewegung macht, dass er dann einmal aus Spaß zufasst und dann ist man irgendwie weg. Aber es ist gut, dass er da ist, Leute, weil als wir geklingelt haben, hat er aufgemacht. Kommt rein, kommt rein! Nein, Chico. Schönes Tier, breites Kreuz, genau wie ich. Ehrlich. Fein, da geht das Schwänzchen, ne? Fein. Ja, mal eine schöne Nase hat er. Feini, ein bisschen feini, ne? Jo. Ja, ein feini Lino. So, morgen Gamba Gang. Wie geht's euch? Mir geht's nicht so gut. Ganz ehrlich gesagt, ich bin sogar teilweise ganz schön. Francis Vater. Geht's mir sogar ganz schön beschissen. Ich bin zu viel, was aus meinem Kopf einprasselt. Wir sind jetzt noch nicht da, wo wir hin wollten. Weil die Reise hat sich für Francis gestern extrem verzögert. Francis hat fast einen tödlichen Unfall mit einem Truck, mit so einem LKW, der irgendwie besoffen auf die Gegenspur geslidet ist und sein Auto um so ein Stück verfehlt hat. Das heißt, die kamen beide so mit 100 km/h aufeinander zu. Es wäre furchtbar geworden. Auf dem Weg hat er irgendwie noch einen Toter am Straßen. Es ist halt ein wildes Land hier. Ne? Ich bin ja mit Viktor geflogen. Viktor wäre gestorben. Francis meinte, das war so eine heftige Tour, mit die Kurven ging ja gerade erst los und Viktor, wir wären gar nicht angekommen. Na jedenfalls, Francis kam an gestern Nacht irgendwie um 0 Uhr und dann gestern auch nichts mehr gegessen, keiner von uns und ich wieder schlecht geschlafen. Ich bin froh, dass ich mit so Leuten, mit so entspannten Leuten hier unterwegs bin. Immer noch das T-Shirt von gestern, das ziehe ich auch wahrscheinlich heute nicht mehr aus. Ich putze mir jetzt die Zähne, wir beladen das Auto. Und dann kommen wir in so 2-3 Stunden da an, wo wir hinwollen. Und dann wird wahrscheinlich alles ein bisschen entspannter. Die nächste Woche werden wir es uns gemütlich machen, werden viel selber kochen, Fisch essen hoffentlich. Ja, ziemlich sicher. Und da freue ich mich schon drauf. Das brauche ich jetzt ganz dringend. Dann packen wir mal unseren Kram, gehen wieder ins Auto und reisen ein bisschen durch die Gegend. Verbrennen ein bisschen Benzin. Ah, wird schön nächste Woche. Wir fahren ans Meer, wir fahren jetzt nicht in Amazonas. Da fahren wir wahrscheinlich auch noch hin, weil Viktor will da mal hin. Und ich würde mich auch freuen, wenn Viktor auch mal so eine Riesenpeitsche fängt. So Leute, wir sind da. Da hinten ist das Meer. Es ist herrlich.
Willkommen in Roosterfischhausen. Doch ein bisschen länger gedauert als 2 Stunden. Aber dafür sind wir jetzt halt richtig nett aus. So ein Fischerdorf. Völlig abgedreht. Wir haben es geschafft. Es ist ziemlich wild. Ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz angeln und dann erzähle ich ein bisschen und zeige ein bisschen, wo ich bin. Wir gehen jetzt angeln, dann gucken wir mal, ob wir einen Fisch fangen. Wäre doch schön. So, alles gepackt vom Strand, schön schmeißen, vielleicht klappt es ja. Wir werden es ja sehen. Ist ja erst der erste Tag jetzt, erstmal kennenlernen das Gewässer, aber das lassen wir uns nicht nehmen. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz raus auf den Abend. Alles klar, nichts vergessen jetzt. So Leute, herrlich, 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 einfach nur herrlich. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Muy bien. Ja, hallo, ich kenne auch noch. Ich denke es auch noch. Hola, buenas tardes. Ach so, Mensch, ich habe noch gar nichts gezeigt. Das ist so irre, das ist so ein richtiges Westerndorf. Hier vorne ist eine Fischfabrik, die machen da irgendwie Pellets. So riecht es jedenfalls nach Fischpellets. Und es ist einfach mal so ein richtiges Westerndorf. Es ist so abgefahren, abgespaced. Und genau, wir fahren jetzt angeln vom Ufer. Und dann geht's mal auf die verschiedensten Fischarten hier. Es wird so geil. Das ist so abgefahren. Ich werde euch das nochmal alles zeigen und erklären, wo wir hier genau sind. Wir haben so ein wildes Haus. So ein richtiges Piratenhaus. Naja, ihr werdet es dann sehen. Pesca, mucha suerte. Wir sind da, Leute, wir sind da. Die ganze Familie ist da. Das Leim ist groß. So, ich bin schon wieder hier. Mir ist schon wieder todesheiß unter meinem Ganzkörperkondom. Aber mir ist lieber zu heiß, als dass ich mich verbrenne. Weil das hasse ich nämlich auch wie die Sau. Da reichen manchmal 10 Minuten zu viel und dann ist man fast tot. Deswegen schwitze ich lieber. So, Fische haben wir schon gesehen vorhin, Rauben. Vögel auch voll am Start. Kurz runternehmen hier den Schlauch. Fische werden auch gefangen zurzeit. Wir müssen uns ein bisschen daran orientieren, wo die Felsen sind. Aber Leute, guckt euch das an. Das ist traumhaft. Wir müssen weit werfen. Ich sehe gerade, dass die Wellen so groß sind, dass die auf jeden Fall einen erwachsenen Mann aus den Socken hauen und eine erwachsene Frau aus den Sockenen. Das wird spannend. Also wenn das klappt, dann beiße ich in das Handteil meiner Rute rein. Dann beiße ich in meine Angel, in meine Treu- oder West-In-Angel. Er meinte, wenn man 3 Tage durchknüppelt wie so eine Wildsau, dann hat man wohl die Chance einzufangen. Aber jetzt, die letzten Tage, wurden immer welche gefangen. Und es gibt ja noch andere Fischarten. Wir wollen ja Roosterfisch. Oder wie Victor immer gerne sagt, Roosner. Dann wollen wir Snook. Und Corvina. Und alles andere. Snapper. Das wird so geil. Das ist so schön. Ja, ich bin nämlich normalerweise eigentlich nicht so ein Brandungsangler oder auch so ein hier Surfcasting-Spezialist oder Rockfishing-Verrückter, sondern ich mache sowas wirklich nur, wenn auch echt die Chance da ist, dass man was fangen könnte. Also was Vernünftiges. Weil an vielen Orten der Welt ist das, was wir hier gerade machen, nicht empfehlenswert. Weil schlicht und ergreifend einfach kein Fisch da ist. Oh, ein Kugelfisch.
Igel. Ein Igelfisch. Ein Igel. Aber hier anscheinend hat man Chancen. Deswegen bin ich auch dabei. Da sage ich dann schon, das gucken wir uns an. Coole Jungs dabei, die wohnen hier. Die haben sogar noch richtig geile Köder für uns. Zeigen uns alles so ein bisschen. Aber es sind keine Guides, sondern eher so Kumpels von Kumpels. Und ist doch schön. Alle sehr nett, sehr entspannte Truppe. Und der letzte wieder mal, der Wenzel. Richtig. Es ist natürlich auch sehr gefährlich, weil manche Wellen da so rüber krachen. Deswegen ist es auch nämlich gar nicht mal so ungefährlich. So. Okay, alles klar. Danke. Gracias. Also er sagt, ich werde nass, aber nicht umgerissen. Ich soll ihm vertrauen. Der Chef hat mir hier seine Route gegeben, die ist 3,30 Meter. Ist eigentlich gar nicht mein Ding. Aber ich bin ja nicht unhöflich. Probiere ich jetzt mal aus. Wahrscheinlich können wir hier eh nicht angeln, weil es erstens todesgefährlich ist und zweitens, ich kann es mir eh nicht vorstellen, dass es klappt. Victor steht noch. Noch steht er. Ziemlich wild, muss ich sagen. Hier ist meine Route, hier ist mein Popper. Fast wie beim Doradenangeln in Argentinien. Los geht's. Bin gespannt. Nein! Etienne, ganz kleinen Fisch gefangen. Der erste Fisch, Leute. Baby, I think. I'm not sure. Got this, the teeth in it. Ja. Nice. First fish. Yo! Yeah, yeah, yeah! Aguja! Ich hab ne Aguja, Leute, ja! Und ich hab ne Aguja! Was? Ein Marlin! Ein Apapipa? Ein Marlin! Ein Marlin? Ja! Der hat einfach, geht raus, macht einen Wurf. Was hat er denn da? Nice! Can I pull it up? Yeah. Is it big? Yeah. Ah, we may lose it, man. Oh. Damn it. Yo. Alter, Riesenhorn echt. Riesenhorn echt, Diggi. Ja! Woo. Nice! Woo. Yeah. Yeah. Francis! Vicky! Yeah. Yes! Vicky! Aguja que hay en Ecuador! Alter, die gibt's hier gar nicht! Wow! Der Marlin des armen Mannes! Ich dreh durch! Ich raste komplett aus! Ich flipp aus, wie schön er ist! Muchas gracias! Nein! Yes, man! Yes! So, Leute! Hier kann man das sehen, wie die Zähne aussehen? Wie blau die sind? Jetzt mal blau. Ja. Alter. Leute, er ist länger als der größte Hecht, den er jemals gefangen hat. Naja, fast. Aber er ist lang. Ja. Guck dir die Zähne an. Alter, richtig. Ey, ist das ein Megateil. Wahnsinn, Leute. Ich dreh bravo, komplett durch. Bravo, Pelliane, bravo. Sie, Pelliane, bravo. Richtig böse Kämpfer, sagt er. Der geht mit nach Hause. Den machen wir jetzt tot. Den essen wir auf. Gibt's ein kleines Catch and Cook. Schöner Fisch, bin mega happy. Yes!
dale atrás, dale atrás, dale atrás, dale atrás. Ahorita que se está cerca. Buen robalo, no sé qué pecar. Mejor Johnny, para que lo saque por ahí agua, déjame sacar esta calle. Johnny, ¿para dónde lo vas a sacar? Avísame. No le sueltes, no le pongas floja la línea. ¿Ah? No le pongas floja la línea, Dick. Francis hat der Karpfenrute, und hat ihm Francis die Karpfenrute gegeben und er kriegt sofort einen riesen Flug drauf. Fass es nicht, auf die Karpfenrute. Grüße an JRC. I like the way he plays the fish. He's a very, a very nice looker. Aha, it is. Wow, ja, da ist er. Ja, du, no. Oye, no. No lo hagas eso. Vamos por la arena. Francis Rod! Yes, I'm a bandy, we put that in! Yes, man, das hat eine richtige Freude. Mega. Wie ein Hedgehog. So, das ist ja geil. Das hat ja am ersten Tag schon mal richtig geknallt. Wir angeln noch ein bisschen. Und wir sind ja gerade erst angekommen. Erstmal hier ein bisschen aufwärmen und gucken, wie es hier so geht. Wir fangen hier noch ein paar richtige Monster. Vielleicht. So Leute, unser Abendbrotessen, der glückliche Fänger und diesen traumhaften Sonnenuntergang.